Hallo, heute machen wir die einfachsten und schnellsten Kokosmakronen der Welt. Dafür brauchst du nur zwei Zutaten, und zwar Kokosraspeln und Kondensmilch gesüßt. Am besten startest du als erstes damit, dass du deinen Backofen auf Ober-Unterhitze 170 Grad einstellst. Dann habe ich hier jetzt die gesüßte Kondensmilch. Hier habe ich auch schon direkt passend die abgewogenen Kokosflocken und die gebe ich jetzt einfach hier mit hinein. Das Ganze verrühren wir jetzt, dass es eine Masse wird. Es wirkt am Anfang jetzt so ein bisschen trocken, aber das wird noch. So, und jetzt, wo so alles miteinander verteilt ist, gibst du das entweder in einen Beutel oder eine Spritztülle. Wenn ich keine Spritztülle habe, nehme ich hier so einen Zipbeutel. Dort gibst du einfach alles rein. So, hier jetzt alles möglichst in eine Ecke bringen. Ich gucke mal, dass ich Luft rauslasse. Und im unteren Teil so mindestens 1 cm abschneiden, die Spitze. Weil die Kokosflocken sind ja doch sehr grob, sonst kriegst du es einfach nicht so gut raus. Und dann einfach deine gewünschten Häufchen auf dein Backblech bringen. So, und so kommen die Kokosmakronen jetzt circa für 5 bis 10 Minuten in den Ofen, je nachdem, wie groß du deine gemacht hast. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind hier unsere fertigen Kokosmakronen. Wie du siehst, sind sie noch ein bisschen aufgegangen. Sie riechen auf jeden Fall schon mega lecker. Und ja, das sind die einfachsten und schnellsten Kokosmakronen, die ich je gemacht habe. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Und es freut mich natürlich auch immer zu hören, wie dir die Kokosmakronen geschmeckt haben. Bis zum nächsten Mal.